Fuck! Stefan B. ist krank. Er leidet unter Kapitalismus. Wie sind Sie hier reingekommen? Kapitalismus ist eine Unterart des Stockholm-Syndroms. Herr B. ist Geisel eines Systems, von dem er denkt, es sei sein Freund. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ich muss zur Arbeit. Müssen. Ein Schlagwort. Die Betroffenen leiden unter einer Zwangsstörung, die sie 5-mal pro Woche 8 Stunden ihrer Lebenszeit kostet. Bei vielen ist es sogar deutlich mehr. Sie sind doch psychisch krank. Raus jetzt! Im Mittelpunkt der Störung steht eine chronische Abhängigkeit. Der Stoff? Buntes Papier mit Zahlen drauf. Was soll das? Geben Sie es her. Weltweit sind Milliarden Menschen betroffen. Das gehört mir. Hey, David. Was? Nee, am Vertrag bin ich dran. Ich bitte dich, für dich gehe ich durchs Feuer. Typisch für Kapitalismus ist die Unterwerfung gegenüber einer dominanten Person, um sich durch deren Lob aufzuwerten. Jetzt halt doch mal deine Fresse, der Chef ist dran! Die Betroffenen sind leicht reizbar. Die Ursache dafür liegt in permanenter Abstiegsangst. Es ist immer schön, Kunden zu haben, mit denen man, wie man so schön sagt, auf derselben Wellenlänge funkt. Bisweilen greifen Menschen wie Herr B. zu Manipulationstechniken, um ihre Ziele zu erreichen. Hallo, das ist mein Beruf und ich liebe meinen Beruf, verdammt nochmal! Ich liebe das, was ich mache. Ein beliebter Satz zur Rechtfertigung des eigenen Zwangs. Sie können auch sicherlich jederzeit aufhören, nicht wahr? Nein, kann ich nicht. Ich muss Rechnungen bezahlen. Herr Obermann? Hallo? Sind Sie noch dran, Herr Obermann? Fuck! Das Gute ist, es gibt Hilfe. In meinem Online-Kurs Geldlos Glücklich lernen Sie für nur 429 Euro im Monat das Geld endlich loszulassen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, was denn? Ich muss doch auch von irgendwas leben. Fuck! Herr Obermann? Hallo, Herr Obermann. Ich glaube, mein Handy ist kaputt. Hallo?